Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit J. Chris. Hey Leute. Und wir spielen heute auf Wunsch, auf vehementen Wunsch von vielen Leuten mittlerweile, mal Sturm Arcade. Mir graust es persönlich schon sehr, aber hey, ich dachte mir, gucken wir es uns mal an. Du bist auch guter Dinge, ne? Mein Panzer ist so schnell. Wir können es uns ja schwerer machen, indem wir das HUD ausstellen. Ich habe das Gefühl, jetzt ist schon wieder so laut. Das HUD ausstellen? Nee. Feinde. Alter, weißt du mal ganz ehrlich, der M18 hat mir gerade den. Ja. Ja, okay. Geht gut los. Der Modus macht mir jetzt schon Spaß. Schieb den M18 da raus. Mein Gott, die schießen ja. Ja. Achso, das wären dumme Bots. Nee, leider nicht. Die Jumbo-Panzerung bringt dann halt leider auch nicht mehr viel, ne? Steht's tot, Alter! Ja, es wurde schon häufiger nach diesem Modus gefragt und ich dachte mir, gucken wir jetzt doch mal an. Ist halt leider Arcade. Ich wünschte mir, sowas gäbe es auch in realistisch. Ja, das wäre cool, ja. Und falls einer von euch den Modus kennt und es weiß, früher haben viele Leute ihre Helis da ausgebaut. Kann man das noch machen? Ist das noch so, dass es gut funktioniert, weil der Heli-PWE-Modus gibt jetzt auch nicht ultra viel her? Ja, Jan wünscht sich, dass wir den hier ausbauen können, die Helis. Ja, weil das macht nämlich mehr Spaß und ist actionreicher als der Heli-PWE-Modus. Und es ist ja beides Arcade, also. Ja, stimmt. Oh, und es gibt definitiv Flieger. Oh ja. Dein Schmarrn, ey. Also. Okay, es gab Flieger. Rotterdam ist abgestürzt. Ich wiederhole, Rotterdam ist abgestürzt. Ach stimmt, da fliegen auch feindliche Maschinen rum. Der Feind erobert unsere Basis. Wir müssen die Feinde zerstören. Weg. Gott, Alter. Ich hab das Gefühl, die Soundanstellung, die ich letzte Folge gemacht habe, extra damit die Leute zufrieden sind, die sie gelobt haben, sind schon wieder voll über den Haufen geworfen worden. Oh, da vorne ist ein Reparaturding. Das kann man einsammeln. Wow. Ja. Ach, man kann anscheinend jetzt auch. Ich könnte jetzt auch in ein Flugzeug steigen. Über unten über die Leiste. Ah, stimmt. Weißt du was? Oh. Mach ich mal. Au, oh, ich habe was in den Rücken bekommen. Das ist nicht schön. Ach, warte mal. Stimmt, man bleibt hier im Panzer, ne? Ja, ich bin. Ich bin ins Flugzeug eigentlich. Ich hab sowas reinbekommen. Nee, ich meine, man bleibt im Panzer hocken. Also der Panzer bleibt da unten stehen, während man im Flugzeug ist, oder? Ich glaube, ich weiß nicht. Also der Panzer steht jetzt hier noch. Ja doch, der steht hier noch, ja. No. Oh Gott, wie sich die Flugzeuge fliegen. Ah, das sind schon mindestens mal von der Kanone her stärkere Gegner als eben. Ey, hört auf, meine Panzer kaputt zu schießen. Das ist so verwirrend, wenn sich alles so schnell bewegt. Ah ja, Leute, und vielen Dank, by the way, für das nette Feedback in der letzten Folge. Hilft mir sehr, bedeutet mir viel. Die schießen gut, also die schießen auch auf die Kanone, die Bots. Ich glaube einfach, die schießen. Ja. Junge, was trifft mich denn da? Also die MGs von denen zielen auch ziemlich... Aber die können genau. Auch Flachs haben, so ist es nicht. Nee, die STA-1er. Au. Ach stimmt, man hat nur eine gewisse Zeit im Flieger, ne? Ja. Viele Gegner. Weg mit ihnen. Mach sie alle weg, töte sie alle. Gott, man fühlt sich hier schon so ein bisschen bedrängt, muss ich sagen. Ja, ich finde es nicht gut, dass die Karte so offen gewählt ist. Ja, also der Punkt zu verteidigen ist halt lächerlich. Ja, also taktisch unklug auf jeden Fall, diese Verteidigung. Also ich finde ehrlich, was ich hier mache mit, du pushst eine Seite und dann räumst du die andere auf, wenn sie auf dem Hügel hochkommt, irgendwie am intelligentesten, wenn du da oben stehen bleibst und in allen Richtungen beschossen wirst. Ja.
Ich bin auch mal gespannt, wie viel Kohle der Modus am Ende bringt. Ich bin mal gespannt, ob wir ein bisschen mehr bekommen. Das stimmt, weil selbst die Welle war jetzt schon irgendwie ein bisschen happiger. Ja, ich muss mal da runterfahren. Ich brauche mal dieses Reparaturding. Ich will das einfach mal einsammeln, gucken, was passiert. Hier bitte den Pilz-Sound von Super Mario einfügen. Drum, drum, drum. Vielleicht werde ich ja dann digitiert und was wirst du dann? Zum Super Pershing oder sowas. Ja, Super Jumbo. Wäre schön, wäre schön. 26 E1 oder sowas. Okay, haben die Bots. Haben die Bots. Oh, ja, jetzt haben die aber schon mit Tigern schon eine andere Kategorie an Gegnern. Au! Das sind keine Tiger, das sind Heavy Tanks Number 6. Oh mein Gott, ja, und der hat mich geholt. Mich auch. Das ist Mambo Number 5. Eieiei. Ja, ich. Mir graust es ehrlich gesagt, mit was gehe ich denn jetzt hier rein? Ich gehe mit dem M36, ich will seine Kanone nutzen. Ja, ich auch, aber ganz ehrlich, die schießen so scharf. Ja. Ich pushe wieder in die Richtung, das hat sich für mich irgendwie am effektivsten herausgestellt. Die stellen sich sogar richtig in die Mahlzeitstellung, das ist schon ein bisschen unfair. Ja, das ist schon irgendwie. Also, ja. Geh, hör auf mich zu schießen, das finde ich uncool. Nein, die Wracks der Kollegen bleiben nicht. Das wäre ja noch schöner. Okay, die nerven. Boah, die sind echt gut, ja. Mich irritiert. Kann man den Vorhaltepunkt irgendwie ausmachen? Ja, ich finde auch, der ist am. Der nervt. Am nervigsten. Also, mich irritiert das, weil wenn der rot ist, schieße ich. Also, der ist meistens rot, wenn ich auf eine Stelle schießen will, auf die ich gewohnt bin zu schießen. Ja, ich schieße einfach so, wie ich es gewohnt bin. Also, das. Junge, Junge, Junge. Komm. Ja, war schon wieder rot und trotzdem habe ich einen Kill bekommen. Also der irritiert mehr, als dass er hilft, finde ich. Guck mich nicht so an. Boah, danke, du hast mir, glaube ich, einen Arsch gerettet. So, jetzt kümmern wir uns mal um die Übrigen da vorne. Die B17! Sehr schön. Alter, wer gibt denn... Also hier, der Modus ist ja super durchdacht. B17 Klaus Air Support, nice. Ich meine, es hat funktioniert. Aber naja, was zur Hölle? Voll gut. Wo steht denn der eine Tiger da hinten so ewig weit weg? Ha, voll easy diese Welle. Was werfen sie uns jetzt entgegen? LOL! Das, was ich arg finde. Die Wellen sind so plötzlich hintereinander, dass du überhaupt keine Zeit hast, sich neu zu formieren. Ja, du kriegst dann. Was haben wir denn da jetzt? Oh Gott! STA-1, okay. Aua! Das tut doch weh! Okay, das ist halt arg. Also, du hast quasi zwei KIs in einem Fahrzeug, weil. Das MG und die Kanone tun separat Ziele anvisieren. Okay. Das ist schon ein guter Vorteil, würde ich sagen. Gott, wie viele. Wie. Natürlich hat die Kanone zersiebt. Ich geh jetzt in Bomber. Au. Was passiert denn, wenn ich in einem Flugzeug bin und mein Panzer abgeschossen wird? Keine Ahnung. Ich denke, du kommst danach einfach wieder. Okay. Was bin ich denn jetzt? Oh, wow. Oh, wow. Die geben mir echt die besten Bomber. Was bist denn du? BB4Y. Damit brauchst du noch ewig, bis du da bist. Ist jetzt nicht unbedingt. Ich meine, es ist Arcade, aber was zur Hölle, ey. Ach, verdammt. Ja, okay, es ist ganz lustig, weil du halt ziemlich genau zielen kannst mit deinen Bomben. Du hast halt ein Fadenkreuz am Boden. Ja. Und guck mal, was für ein Manöver du mit dem Ding ziehen kannst. Ja, Moment, ich muss. Oh Gott, da sind da gar nicht mal so wenige jetzt hier. Voll gut. Nee. Kommt alle, gebt mir euer Silber.
Bus-Gunner, mach was für dein Geld. Sind Arcade-Gunner schlimmer? Also besser als realistisch? Das weiß ich nicht. Ja, scheinbar schon. Oh nein, mein Panzer ist kaputt. Wer hätte damit rechnen können? Wait, what? Oh Gott, ich muss noch voll lang reparieren. Meine Kanone ist kaputt. Das sind jetzt mittlerweile ein paar, wa? Ja. Das sieht voll lustig aus, wie die mit ihren... mit den MGs rumzucken, weil sie nicht wissen, wohin damit jetzt. So, aber die Welle auch easy weggemacht. Easy! Lol, wieso hab ich denn jetzt ein Aircraft destroyed? Das weiß ich nicht. Ist meine B-17 hier noch rumgeflogen, oder was? Nee, nicht B-17, PBU-4Y. Ach ja, und bitte, bitte sagt mal, ob Jan jetzt zu laut oder zu leise ist. Au. Au. Das Problem ist, hier gibt es halt überhaupt keine Deckung. Ja, deswegen, also eine andere Position wäre definitiv besser auf der Karte. Ja. Oh Gott. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Right, jetzt kommen sie links schon übers Feld. Achtung. Private Transmission. Das wird ihm eine Lehre sein. Kannst du uns Zentimeter zurück? Nee, mein Fahrer ist raus. Mein Motor auch. Ich kann jetzt nicht mehr auf den schießen. Kannst du mal kurz die Kanone senken? Okay, nein. Das ist schlecht. Das war jetzt richtig unglücklich. Au. Au. Sag mal, ich hab nicht schnell feuern, das im Deck. Das ist ein Problem. M42 Flak. Stimmt, gegen die würde es sogar funktionieren, aber ich habe nur den M16 dabei. T20. Warte, komme ich da nicht seitlich mit dem 50 Kill rein? Na, nicht ganz. Junge, das ist ja arg, weißt du, die können unseren Punkt einnehmen, während wir drinstehen. Aber in Matches kannst du das natürlich nicht gegen Spieler. Ich glaube, wir verlieren gerade. Ja, tun wir, deswegen. Oh nein. Also. Ich weiß nicht, was ich von dem Modus halten soll. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Geld es gibt. That's a joke, oder? Okay, 75% Booster habe ich bekommen. Ich habe 100% Geld Booster bekommen. 5000 Silber gemacht. Ich habe mit einem 500% Forschungsbooster 600 Forschungs... Alter, der Modus ist jetzt nicht so geil zum Forschen, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier 500 Forschungspunkte bekommen, aber ich war auch auf etwas, was halt im Rang sehr weit weg ist von dem, was ich gerade forsche. Also ich habe minus Geld gemacht. Okay. Und ich habe... Ja, also ich muss ehrlich sagen, von dem Gain am Ende ist es jetzt nicht so gut. Also ich werde jetzt noch eine Runde anleihen. Mach mal ready. Aber... was findet die an dem Modus? Also ehrlich gemeinte Interessensfrage. Was findet die an dem Modus? Bitte mal in die Kommentare. Boah, ich hab Gänsehaut. Also Arcade macht mich mürbe im Kopf. Ja, ich glaube, ich cutte das hier am besten mal. Was haben wir vorher gewartet? Irgendwie 6 Minuten? Nee, es waren 3 oder so. Okay, gefühlte 6 Minuten. Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Auf einer anderen Map. Mit mehr Glück, hoffentlich. Oh, hoffentlich, genau. Hier hat man zumindest ein bisschen Deckung, würde ich sagen. Ja, das ist schon besser. Also allein diese Erdhügel können, glaube ich, schon sehr viel helfen. Guck mal, wie schnell ich bin. Och Gott. Und hier, um euch gleich zu zeigen, es löst direkt Verwirrung aus, wenn man mich in Arcade sieht.
Ja, das ist einfach ein Modus, der ist nicht meins. Also ja, das ist definitiv besser zum Verteidigen. Hier sind Häuser, hier sind Erdhügel. Und du bist nicht direkt beim ersten Schuss. Ich bin nicht direkt. Never mind. Turm ist leer. Oh, sorry. Sorry, Kollege. Au! Ja, gut. Gott, ey, ich tipp das jetzt hier nur ganz leicht an und schon. Ich muss mal reparieren, ne? Mein ganzer Turm ist Schrott. Ich habe noch zwei Crewmitglieder. Das Gute ist, du kannst ja hier direkt umsonst ein neues holen. Ja. Ich. Nee. Quengel, Quengel. Realistisch ist besser. Sehr interessant, das mal realistisch zu haben, ja. Also in realistisch hätte ich da Bock drauf. Aber in Arcade, allein wo die Fahrzeuge sich so komisch verhalten. Also ich finde es schwierig, damit umzugehen als realistischer Spieler. Mein Panzer ist genau nicht hoch genug, um hier drüber zu schießen. Ja, das Problem hatte ich leider auch. Okay, die Reihe ist weg. Ach, da sind ganz viele. Oh, Achtung. Warum? Alter, ich krieg die ganze Zeit von hinten eine rein. Ich bin schon wieder kaputt. Oh ja. Ich glaube auch, dass der von hinten kam. Ja, ich sehe auch woher. Das ist echt dämlich. Ja, ich repariere dann mal wieder 35 Sekunden. Oha, die schmeißen ja sogar Bomben hier rein. Wie überlebt dieser T-63 da? Der steht einfach rum. Quasi an der Stelle, wo ich auch beschossen wurde und kriegt nichts rein. Vielleicht spielt er das öfter, der kennt schon die geheimen Tricks. Ah, der kennt die Spots, wo die KI nicht mit rechnet. Okay. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, mit einem Panzer wäre ich ja auch besser aufgehoben. Wo die nicht hinschießen. Ich habe generell das Gefühl, die deutschen Panzer kommen hier irgendwie besser klar. Okay, ich glaube wirklich, der spielt das häufiger, so wie der hier rumfährt. Also von wegen, der kennt die Tricks. Oh, das... Okay, es sind nur Shermans. Alter, und schon wieder von hinten eine reingekriegt. Also, ich... Was? Wo stellt man sich denn hier hin, um nicht zu sterben? Schlimmer ist, wie schießt man? Ich bin so verwirrt. Ich mach jetzt wieder... Ich push jetzt wieder eine Seite. René, ja, sagt das auch jemand. Au. Au. Die schießen aber halt auch echt super präzise, ne? Ja. Ja, okay, ja. Im Gegensatz zu mir. Au, au. Das ist unnatürlich, Shams können nicht so schnell fahren. Diese Flugzeuge, die nehme ich hier, glaube ich, gerade komplett raus. Also, mein... I don't have the brain power to compete this Modus. Compu. Ja, man merkt schon. Brain.exe not found. Oh, wir verlieren schon wieder. Ich kann nicht auf die hinten schießen, weil ich sie nicht sehe. Wenn der Motor raus ist. Ja, jetzt habt das. Seras leidet in viel zu schnellen Modus. Ja, also ich glaube wirklich, deutsche Panzer sind hier das 9 Plus Ultra. Ich meine. Au. Au. Was zur Hölle? So, ich gehe jetzt mal in die Flak. Genug von den kleinen Scheißern. Geh
gönnen sie dir. Ja, komm her. Alter, willst du mir gerade sagen, da kommen Super Pershings? Was soll ich denn gegen einen Super Pershing machen? Das ist unfair. Weil der Meister Super Pershing. Er ist 6-7. Ja, ich weiß nicht, was er in Arcade ist, aber. Also, wenn der niedriger in Arcade ist, hätte ich ihn mitgenommen. Ja, stimmt. Ah, der war tot. Ah, die KI beschießt mich. Ich lasse mich in Ruhe. Ich bin doch nur eine Flak. Ha! Habt ihr die Kette gezogen? Das hast du jetzt davon. Jetzt sterbe ich. Echt mal gern wissen, wie das in dem Top-Tier dann abgeht, ey. Ist halt echt so. Ich glaube, wir spielen die Panzer auch halt nicht so, wie sie in der Kette gespielt werden müssten. Das kann auch gut sein, ja. Au. Ja, ganz ehrlich, guck mal ins Scoreboard. Also manche von den Leuten hier sind absolute Cracks in dem Modus. Null mal gestorben, 18 Kills. Also, das spricht für sich. Ja. Es ist halt auch unser erstes Mal. Ja, und es ist kein schönes erstes Mal. Ach so. Ja, ist klar, ne? Ja, also dieser Albino Polar Bier, der. Was zur Hölle? Ich finde Super Pershings echt nicht ohne, also zum Knacken. Ja, ich gehe jetzt auch mal ins Flugzeug in 10 Sekunden. Ja, ich versuche die ganze Zeit schon die Kanonen einfach nur zu ziehen. Die zu immobilisieren. Mm. Um mir Abschusshilfen. Wow, der Ground Striker, den sie mir geben, haben sie voll für den Arsch. Hast du wenigstens die dicke Bombe? Ich hab komische Raketen. Wow. Die sind halt auch nicht mehr gut, leider. Na, versuche ich erstmal die AD-2er abzuschießen. Ich verstehe diesen Vorhaltepunkt nicht. Ich versuche ihn jetzt die ganze Zeit irgendwie zu benutzen, aber ich glaube, das ist ein Fehler. Du musst den einfach so als mögliche Richtlinien. Ach so, wie ein Flugzeug Karibik, das sind eher Richtlinien. Ja. Au, stop that. Also ich finde es arg, wie präzise die schießen. Ja, das ist schon nicht. Sie sollten nicht einfach mal reingehen und alles wegnatzen. Ja. Ich will aber reingehen und alles wegnatzen. Oh, meine Zeit ist abgelaufen. Vergessen, hier gibt es ja Zeit. In der Tat, es gibt Zeit. Ich glaube, meine Position hier ist nicht schlecht. Ja, ja, ja. Also die Position hier kann man machen, weil man nur von einer Seite beschossen wird. Verstehe ich auch, wie du haufenweise Kills abfarmen kannst. Pff, was war das denn? Es kam von links. Wow, die sind hinter uns gleich durch.
Der Typ ist halt noch nicht einmal gestorben, hat 25 Kills. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, also wenn du den Modus häufiger spielst und wirklich dir merkst, wie du dich verhalten musst. Ja, ich weiß, es war rot, aber da kann man hinschießen bei einem Sherman. Ja, das ist halt auch total, warum sagt er, dass es rot ist, wenn man da ja irgendwie durchkommt? Ido no, Ido und check. Bleib jetzt hier. Zwei AD2 im Anflug. Ja. Warum dürfen die denn ins Pershing fahren? Ich will auch Pershing fahren. Ja, ich werd schon beschossen, ich werd schon beschossen. Ich werd schon erschossen. Okay, ja. Au. Achtung, direkt links von dir. Ja. Die Spawns sind halt aber auch geil, ne? Ja. Wait, what? Au. Ja, okay, stimmt, das ist ja eine Pershing-Kanone. Ich bin auch ein Pershing. Ich habe, glaube ich, nichts im Deck, was ihm wirklich direkt frontal gefährlich wird. So, kanonenstärke-mäßig. Ja, selbst die 170 mm Pen vom M36 sind jetzt nicht garantiert. Ja. So, warte mal. Nicht auf den Punkt achten. Dahin. Mhm. Okay. Selbst auf dem Weak Spot frontal hat nicht funktioniert. Der Punkt ist da, um dich irre zu führen. So, die Kanone habe ich wenigstens von dem. Reparieren die sich eigentlich wie Spieler oder sind die dann raus? Ne, die reparieren sich. Zur Hölle, ich komme durch den Export nicht durch. Jetzt kommen die schon von hinten rein wieder angefahren. This is bad. Ja, es wäre schön, jetzt auch einen Heatwerfer im Deck zu haben. Ja. Das Schlimme ist, du kannst sie halt nicht mal flankieren, weil sie halt direkt wissen, wo du bist. Ja. Sure. Kann wenigstens die Kette wegmachen oder so. Meine Kette. Das musst du präzisieren. Okay. Warte mal, wo stand ich jetzt? Wo war mein Haus? Wo muss ich hin? Das ist eine Feindgruppe. Ich glaube, es gibt 7. Ah, ich muss zu einem Spot, wo ich mich hinstellen kann, bevor die kommen. Ich auch. Los, N1K, hol dir die Bösen. Genau, sehr gut. Bam! Der hat eine schöne Höhe für diese Position. Das sind schon wieder super Pershings, ne? Ja! Überhaupt nicht unfair. Ich meine, für einen groben Range ist es in Ordnung, aber für alles andere benutze ich den Vorhaltepunkt nicht mehr. Ja. Okay, hat sein Teammate gerettet. Es ist halt auch krass, wie viele das sind. Ich langsam die Munition aus. Ich muss mal wieder sterben. Ist irgendwie traurig. Oh ja, ich habe auch keine Munition mehr. Danke. Das ist irgendwie traurig. Zack, komm. Zack. Sehr schön. Hör auf, mich zu schießen. Nein, aufhören.
Ja. Toller Modus, auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht haben wir auch das absolut falsche Battle Rating ausgewählt, kann ja sein. Oder halt einfach komplett das falsche Deck. Auch gut möglich. Also, Alter, wie ich das sehe, sind halt vor allen Dingen die Deutschen sehr stark. Also seine Position hier scheint echt gut zu sein. Oder du musst einfach warten, bis die mit einem Teammate von dir beschäftigt sind, auf den Ziel und dann fährst du und würdest ihn. Kann auch sein. Was? Ja, die waren in dem Kreis drin. In dem Viereck. Also. Einer zumindest oder so. Also, das. Ja, wir hören jetzt hier auch auf. Mir langt's jetzt auch. Ich bin schon ein bisschen schwindelig im Kopf. Nicht mein Modus. Also, ich persönlich kann nicht sehen, was Leute daran finden. Ich werde ihn mit Hubschrauber nochmal ausprobieren. Ja, also, wenn man damit XP für Hubschrauber. Aber ich sehe halt auch den XP. Die XP überhaupt nicht. Also, du kriegst weder Geld noch XP wirklich viel. Also, wie gesagt, ich hab. Schon YouTuber gesehen, die haben das halt ihre Hubschrauber da ausgebaut und die haben halt auch dann für ziemlich gut was rausbekommen, sodass sie halt dann pro fertig gespielte Runde halt auch ein Modul so erforscht haben, mehr oder weniger. Ja, also vielleicht fürs eine. Ich habe jetzt auch ein Modul für den M36, also vielleicht genau für das Fahrzeug, was du spielst, auf jeden Fall, aber Forschungspunkte für den Tree ist, glaube ich, eher nicht da. Genau, da ich ja halt auch hier von dem aus zwei Ränge zu niedrig bin von dem, was ich gerade forsche bei den Amis. Mm. Ist ja klar, dass da nichts rumkommt. Der Rest ist halt bei mir eh komplett ausgebaut. Also. Ja, liebe Leute, wenn ihr diesen Modus spielt, schreibt bitte mal rein, wie es abgeht, ob es besser wird, wie gut die Forschungspunkte für Hubschrauber und generell sind, ob es besser wird im überen Bereich, genau. ich werde mich jetzt erstmal, nein, ich werde mich nicht in die Sonne legen, ich werde mich kalt abduschen und dann ins Bett legen und weinen. und was machst du jetzt noch? Gucken. Okay, mal gucken. In dem Sinne, liebe Leute, danke für die Aufmerksamkeit und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.